Letztes Mal haben wir die alte Frau umgebracht. Jetzt verschlägt es uns mit einer anderen Figur in die Tiefen des Schlundes. Wir spielen das in den Nightmares DLC, The Runaway Boy. Wen bringen wir heute um? Ich frage mich, wie das Kind heißt. Brickleberry. Heißt der Runaway Boy? Er heißt tatsächlich Runaway Boy. Aber er schwimmt und er rennt nicht. Er kann beides machen. Schwimmen ist wie im Wasser laufen. Er ist eher ein Fischmann als ein Fliegenmann. Man sollte nicht im Wasser laufen, das sieht immer bescheuert aus. Es ist aber die beste Art und Weise, sich fortzubewegen. Oh, kommt euch der Raum hier bekannt vor, Leute? Gerade angefangen und schon ist Gengo gestorben. Shit. Mein Run schon wieder Gengo versaut. Kommt mir der Raum bekannt vor? Welcher nicht bin wirklich, nee. Nicht. Das ist der Bettenraum, wo wir dem Hausmeister begegnet sind. Ah, da unten ist er auch wieder. Ist der Roger wieder am Arbeiten? Kann ich mich nicht einfach hier runterfallen lassen? Du, jetzt soll ich noch auf den Kopf springen. Nee, ich wollte nur gucken, ob ich mich da festhalten kann. Alter, das ging ja sogar. Ja. Du musst die Secrets finden, um ein Gewinner zu sein, Daniel. Ah, das ist der Raum, wo das Bett später drin stand. Alter, das ist doch eine Paper Mario Anspielung. Da war ein Boot und Papier. Und schaut euch mal an, wie schön pixelig das hier ist. Ach so, da war eine Schlange. Ein Blutegel. Eine Blutschlange, ein Schlangenegel. Oh, das wäre eine gute Kombi. Das wäre ekelhaft. Das wären so wie die Teile aus Dune dann. Also ich möchte den Anaconda aus dem Film Anaconda nicht begegnen. Sharkaconda. Anaconda ist ein Film, den finde ich ganz cool. Den mag ich. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe den einmal gesehen. Wow, hab mich verstört als Kind. Ja, ist wie der weiße Hai, nur mit Anacondas. Ja. Wie fandest du den weißen Hai eigentlich? Ich kann den halt schon. Achso. Gengo und ich haben gestern unabhängig voneinander im Kino den weißen Hai gesehen. Ja. Wir saßen im selben Raum in zwei verschiedenen Ecken, weil wir nicht miteinander reden wollten. Weil ich sauer war, dass er das letzte Cornetto aus der Tiefkühltruhe genommen hat. Und bei dir war es das erste Mal, oder was, Raki? Ja, ich habe den das erste Mal gesehen, ja. Ah, okay. Erzähl den Leuten davon. Ich glaube, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Es ist halt ein sehr... ich mochte den zweiten Part, glaube ich, lieber, wo es einfach nur diese drei Typen da waren, die mit dem Boot rumgefahren sind und den Hai gesucht haben. Und ich habe das Gefühl, Haiangriffe sind... Ich war überrascht, wie ruhig der Film zwischendurch war, während sie den Hai gesucht haben, wo der so ums Schiff geschwommen ist. Und die waren dann einfach so, lass mal ein bisschen singen und ein bisschen Pause machen zwischendurch. Man kann ja nicht die ganze Zeit den weißen Hai jagen. Manchmal muss man ja auch vom Krieg erzählen und so. Ja, von der USS Indianapolis. Ja, der Typ hasst Haie. Das ist ein wichtiger Character-Trait. Bist du eigentlich gelandet? Das hätte, glaube ich, ursprünglich mal das eigentliche Sequel werden sollen, dieser Vorfall halt. Weil das ist ja eine echte Sache, die passiert ist. Ja, das haben sie, glaube ich, einmal in den Simpsons parodieren. Da hat Grandpa die Haie dann gezähmt. Wir haben damit ein SOS-Signal gebildet. So haben die das also getan. So hat alles, was ich vom meisten Hai weiß, ist halt der Dolly-Zoom. Wer? Dolly-Zoom. Das ist am Strand, weißt du, der Typ sitzt an seinem Stuhl und dann wird so an seinem Gesicht gezoomt. Ich hab keinen Feuerzeug. Das ist ein cooler Effekt. Ich war überrascht, wie lange die Strände offen gehalten haben. Ich glaube, es mussten erst drei Leute gefressen werden, damit die Strände gesperrt haben. Strände müssen am 4. Juli aufbleiben, weil das ist schlecht fürs Geschäft. Anders als Haie, die sind gut fürs Geschäft oder so, keine Ahnung. Ne, ich weiß nicht. Bürgermeister war komisch. So ein Hai, ist so ein Nervenkitzel ein bisschen. Hat es gehört, als er der einen Familie so gesagt hat, hey, geht mal bitte ins Wasser, niemand geht sonst ins Wasser. Geht mal rein zu dem Hai, los. Schlecht für die Werbung, wenn ihr nicht ins Wasser geht. Ich glaube, ich muss den Film auch noch gucken. Gab es mehrere Teile wahrscheinlich, oder? Ja, zwei, glaube ich. Nee, ich glaube drei oder... Ich glaube drei und... Entweder Jaws 3 ist Jaws 3D oder das sind nochmal zwei andere.
Aber eigentlich muss man sich nur den ersten Teil angucken. Ja, ich finde es aber lustig, wie Dings sich damals darüber lustig gemacht hat. Also Zurück in die Zukunft war ja so, boah, du gehst ins Jahr 2015, es gibt Jaws 7 oder so. 13? Irgendwie sowas, eine sehr absurd hohe Zahl. Und du denkst dir so, ja, die Reihe wurde sehr früh eingestellt. Das war keine gute Zukunftsprediction. Hätte ich mal bei den Simpsons abschreiben sollen oder so. Ich meine, wie gesagt, ich glaube, er hat 3 oder 4. Ich glaube, es ging halt einfach nur darum, oh, da oben, dass es unnötige Sequels war, dass es halt gemilkt wird. Und ich meine, in dem Sinne hat Zurück in die Zukunft 2 das vielleicht nicht beim Weißen Ei richtig prediktet, aber halt generell bei Hollywood. Naja, aber es gibt viele Reihen, die sind ja, haben ja weit mehr als 3 Teile. Sie hätten sagen sollen, oh, wie die Star Wars melken. Oh, sie hat eine Taschenlampe dabei. Ah, bis zur Sequel-Theorie, wollte ich gerade sagen. Bis zur Sequel-Trilogie war das ja eigentlich, war das, was George Lucas wollte. Es gibt ja auch Geschichten, was George Lucas damit... Sequels wollte George Lucas auch, der hatte nur eine andere Vorstellung davon. Ja, genau, aber ich weiß halt nicht, inwiefern man das da halt melken nennen könnte, wenn der Director halt wirklich selber Interesse daran hat. Ja. Ja, gut. Oder zumindest von Anfang an die Idee da war. Ja. Von Anfang an hat er gesagt, es kommt nicht Star Wars in die Kinos, es kommt Episode 4 in die Kinos. Wäre sehr verwirrend gewesen, wenn er das echt so gemacht hätte. Die Leute hätten keine Ahnung. Hey, du darfst deine Lieblingsaktivität nachgehen, in einem U-Boot schwimmen. Schwimmen ist cool. Da Wasser schwimmen. Ich habe neulich das, apropos U-Boot, weil das passt, ich habe neulich irgendwie ein Video gesehen, wo jemand zum Hotel, zu einem Hotel gegangen ist, das irgendwie so am tiefsten, also das am tiefsten liegende Hotel der Welt. Wo denkt ihr, ist das? Unter Wasser? Da würde ich auch mitgehen. Also was gibt es ja. Ja, aber noch tiefer. Es sind so eine, es war sehr verwirrend, der ist dann erstmal in so eine richtige Montur reingegangen zum Höhenklettern und dann ist er mit so einer Gruppe in so eine Höhle reingeklettert und dann, ich weiß nicht wie tief runter, aber ein gutes Stück unterirdisch. Also es ist kein Hotel, wo du mal eben raus und reinkommen kannst, du musst immer so eine fucking Klettertour machen, um bis nach da unten zu kommen. Und anscheinend ist das tiefstgelegene Hotel irgendwo krass unterirdisch in so einer Höhle. Frage ich mich auch, wie die das gebaut haben. Oder wie die da Sachen runtergeliefert haben. Viel Spaß da zur Arbeit zu gehen. Oh, stell dir vor, dein Arbeitsweg ist... Ah, du hast eine Taschenlampe. Und es regnet. Das ist deutlich nützlicher als ein Feuerzeug. Ja, kannst du mal auf den Boden leuchten? Okay. Er will nicht wieder zurückgehen. Okay, also, du hast mich quasi umgebracht. Metaphorisch habe ich dich umgebracht. Nein, mit deinen Anweisungen. Nee, weil das ist ja die Taschenlampe, wir sind ja von dem Girl hinterher gelaufen. Hätte ja die Taschenlampe ursprünglich in der Hand gehabt. Wenn man die jetzt auf den Boden leuchtet, sieht man Uhren, wie irgendwas dort lang gezogen wurde. Oh nein. So. Ich glaube, dem Runaway Girl geht's nicht mehr so gut. Oh, da ist auch ein blutiger Handabdruck. Das sind auch blutige Fußabdrücke. Ja, das ist... Sieht so aus, als wäre es der Blutegel gewesen. Ich glaube, das soll das durchaus hier andeuten. Ja, das Blutegel sie gekillt hat. Das passt. Ich meine, da haben auch die Spuren aufgehört. Ja. Da hinten, ja. Ich glaube schon. Ja. Der Blutegel kommt. Ja, ist okay. Der ist aber gierig. Der ist ein bisschen fetter, oder? Ich glaube das nochmal. Hier sieht es aus, als wäre irgendwas an der Wand passiert. Aber vielleicht wurde sie draußen angegriffen. Oder vielleicht, ist noch Wasser. Ist dann durch die, hat sich hier reingerettet und wurde dann vom nächsten Ding angegriffen. Von einem fetten Blutegel. Environmental Storytelling. Alter, ein Blutegel. Und sogar noch einer. Ich wünschte, wir würden noch in Zeiten leben, wo man Daniel sagen würde, du hast zu viel schlechtes Blut, hier nimm mal ein paar Blutegel. Die saugen das schlechte Blut raus. Dann Blutegel das mal Blut raus, übrig. Daniel. Es wird rausgeblutegelt. Oh, so funktioniert das also.
Deswegen heißen die auch Blutekel, weil die sich um das eklige Blut kümmern. Die saugen nur das schlechte Blut raus, nicht das gute. Ich dachte, weil die ekelig sind. Junge, krieg halt. Ich hatte vor kurzem ein bisschen was so zur Medizin im viktorianischen London gesehen. Ja. Die hatten eine sehr weirde Vorstellung. Das wurde ja in der Zeit irgendwann revolutioniert, aber davor hatten sie irgendwie so diese Vorstellung, es gibt irgendwie 4 Säfte oder so im Körper und die machen praktisch alles aus. Irgendwie Blut, Galle. Oh, 4 Säfte finde ich gut. Das ist leicht zu merken. 4 Säfte. 4 Säfte und alles läuft. Der hat dich erwischt. Der Mann hat keine Säfte mehr. Definitiv nicht. Oh, ich hätte gerne eine neue Milz. Ich dachte für einen kurzen Moment, du willst was anderes sagen. Ich auch. Schreib's in die Kommentare. Ich versuche gerade nebenbei zu googeln. Ich will gerade wissen, was die anderen Säfte waren. Die Mediziner des Mittelalters gingen davon aus, dass die Gesundheit des Menschen von einem ausgewogenen Verhältnis seiner 4 Körpersäfte abhängig sei. Dazu zählen sie Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Hat er nicht genug gelbe Galle in sich? Viktorianisches London, du wolltest auch nicht in Krankenhäuser, die hatten einen schlechten Ruf, da hieß es, ja, du wirst sterben. Das war eine Zeit, wo die halt so Operationen, wo die Ärzte möglichst schnell operieren wollten und dabei teilweise Leute umgebracht haben. Also ich glaube, davon hat man vielleicht mal gehört, es gab einen Arzt, der hat irgendwie bei einer Operation 4 Leute umgebracht. Den Patienten, dann hat er bei der schnellen Bewegung, Halsschlagader von einem Assistenten durchgetrennt. Oh. Dann hat jemand, einer der Zuschauerinnen, einen Herzinfarkt bekommen. Und ich glaube, er hat dann noch eine weitere Person dann die Hauptschlagader an der Hand irgendwie durchtrennt, weil er halt so schnell mit dem Skalpell da überall durch ist, weil er schnell sein wollte. Boah, Alter. Oh mein Gott. Also nicht nur einen Toten nach einer missglückten Operation, sondern 4, aber keine Angst, er durfte weiter tätig sein. Das gefällt Daniel ganz und gar nicht. Oh, nee, wenn ich das höre, da wird mir... Also Zeug an der Halsschlagader, das ist immer ganz ekelhaft. Da bin ich bei dir. Vor allem so, oh mein Gott, ich stelle mir das richtig vor, in sehr Hektik so. Ja, oh, Entschuldigung! Das war halt damals nicht nur, das war nicht mal, weil sie unbedingt schnell sein mussten, sondern das war einfach nur, weil er angeben wollte, dass er schneller ist als alle anderen beim Operieren. Er wollte halt schnell Feierabend machen. Und damals wurden die auch noch ohne Betäubung oder so behandelt, Daniel. Da haben die einfach. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Da haben die einfach so in dem rumgeschnippelt. Bei meiner letzten OP hatte ich eine örtliche Betäubung. Und wisst ihr wie? Das fand ich schrecklich. Weil ich alles mitbekommen habe. Das ist wie, als wärst du ein Saw. Ich mag mir gerne die volle Betäubung, aber ich find's. Kinder nicht zu Hause nachmachen, aber so Betäubung ist schon eine geile Sache, oder? Ja, also wenn du halt Narkose, wenn du schläfst dabei, das ist geil. Ja, das. Alles andere. Aber der Tag danach ist kacke. Ja, der Tag selbst, der Rest des Tages, wenn du eine Narkose hattest, aber dieses Ding einfach so. So aus dem Stegreif einzuschlafen, das ist schon irgendwie geil, oder? Ich habe mal häufig Probleme, irgendwie einzuschlafen und dieser Gedanke, ey, du kriegst einfach eine Spritze und du bist weg, das ist so eine nette Sache. Ich habe das Gefühl, wir würden sowas wie ein Suchtgefühl entwickeln, wenn wir das einfach so hier hätten. Also ich benutze Melatonin, das reicht. Das ist so ein Spray, das spritzt du dir auf die Zunge oder sprühst du dir und dann wirst du müde. Ist das ein Betäubungsmittel? Es ist, glaube ich, ein Hormon oder sowas, was dich müde macht, ja. Und das ist gefährlich. Nein, das kannst du normal überall kaufen. Okay, das wollte ich nicht wissen. Und dann schläfst du. Da kannst du auch überall kaufen. Und dann sollst du so in 20 Minuten einschlafen. Problem ist nur das manchmal. Es funktioniert auch bei mir, aber die Sache ist, manchmal. Gebe ich mir aus Versehen ein bisschen zu viel, weil ich denke, dann geht's schneller und dann bin ich am Morgen übelst müde. Alter. Was heißt müde, aber ich komme halt nicht aus dem Bett.
glaube, ich habe davon mal einen Zusammenhang von irgendwie so irgendeinem Gaming-Booster-Kram gehört. Da fand ich es faszinierend. So, sie verkaufen dir Zeug, mit dem du dich aufpushen kannst, und dann verkaufen sie dir Zeug, mit dem du dann einschlafen kannst, wenn du aufgepusht bist. Na gut, das ist geschafft. Clever. Leg den Hebel um, Kronk. Oh mein Gott. Weil meine Mutter hatte mal so, das war auch zum Einschlafen, das waren so lachgummiartige Teile. Die waren so lila. Ich weiß aber nicht, ich habe das auch mal probiert, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es einen Unterschied gemacht hat. Hm. Ich glaube, also die benutzen das wahrscheinlich auch. Ja. Das ist wahrscheinlich kein normales Betäubungsmittel. Oh, einschlafen wäre, also schnell einschlafen. Mein Vater kann das. Der legt sich hin. Und wenn er sagt, ja, ich schlafe jetzt, dann schläft er tatsächlich auch. Boah, das muss eine krasse Fähigkeit sein. Ja, das ist beeindruckend. Im Alter, Daniel, da kannst du das dann auch. Ja, aber ich... ja, aber da willst du es dann nicht mehr können. Da denkst du dir immer, ich bin in die Ungewissheit, wenn du einschläfst, ob du wieder aufwachst oder ich nicht. Gefühl, aber wenn du nicht wieder aufwachst, dann schläfst du weiter. Was hat es dir gebracht, das Wasser hochzufahren? Das frage ich mich auch gerade. Ich meine, es gibt auch bestimmt irgendwelche Tricks oder so, die man anwenden kann. Keine Ahnung, irgendwas Entspannungsmäßiges, und dann denkst du dir, ja, schlafe ich ein. Vielleicht macht er das auch, was weiß ich. Ah, ich glaube, irgendwo auf der Hälfte. Irgend so ein Militärding oder so. Ich glaube, irgendwo auf der Hälfte ist so ein Durchgang. Ich glaube, du musst den Wasserstand jetzt wieder senken und dann ganz schnell ins Wasser reinspringen. Dann irgendwie nach rechts weiter. Irgendwas habe ich vorhin gesehen. So. Klettert bist. Leg den Nebel nochmal um, Kronk. Es sieht halt Wasser dann schon aus Ocarina of Time, den jeder ohne Grund hasst. Naja, ohne Grund ist falsch, aber. Na, zu langsam. So Unrecht gehasst. Daniel ist großer Verteidiger. Der wird irgendwann mal ein langes Video darüber machen, wie Narrell. das wäre so Narrell. Cool, wie Narrell zu sein. ihr glaubt es nicht. Ihr denkt alle, ich will wie Moggy sein, aber das ist vorbei. Ich hab mich weiterentwickelt. Jetzt vielleicht schneller, wenn du oben bist, zu der Stelle läufst und nicht dann direkt vor dem Tor fallen lässt vielleicht? Ja, das hatte ich darum nicht auch gedacht. Ah, okay. Aber Laufen ist ja... Im Wasser laufen ist, dauert lange. Ah, Wasserlaufen wäre schon cool. Wie so ein... Wasserläufer, ja. Wie Eldorado. Ich dachte an das Pokémon, aber mir ist der Name entfallen. Gibt auch diese eine mit diesem Topfhaarschnitt. Hör auf, nur an Pokémon zu denken. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Pokémon. Ich find's raus. Pokémon. Was? Sehr. Pokémon Vasektomie. Mario hat eine Lobotomie. Luturzel. Nee, ich meine nicht Luturzel. Doch, ich meine Luturzel. Luturzel. Ist dir noch, wie ein Luturzel aussieht? Das sind doch diese Enten mit den Blättern, oder? Ja, was denn? Warum lacht der? Ich weiß es nicht. Ich werde ja gleich sehen. Ich schicke euch mal ein Bild von Luturzel rein. Nein, ich will kein alternatives Design für Discord. Lass mich in Ruhe. So sieht ein Luturzel aus. Was? Wie hießen dann die mit den Blättern? Gerade. Ah, Geweiher, ich laber Bullshit. Er hat mir trotzdem irgendwie Luturzel. Aus irgendeinem Grund ist das Bild von Geweiher Luturzel. 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 Ich hatte doch recht, ich wurde wieder gegaslightet. Ja. Aber das passiert ja so oft. Du hast übrigens das gefunden, was wir dieses Mal umbringen wollen. Den Fischmenschen. Ihr Name ist Granny. Ist einfach nur aus Amnesia geklaut. Auch der Name? Nein. Aber die gibt's auch, so ein unsichtbares Wassermonster, was dich die ganze Zeit verfolgt. Denn du bist nur sicher, wenn du auf irgendeiner Plattform stehst. Ah, die Stelle kenne ich sogar. Ja, die ist cool. Aber ich selbst habe bis dahin nicht gespielt, weil ich Angst vor dem Spiel habe. Ich will nicht spielen. Das ist auch eine gruselige Stelle. Ja. Weißt du was, Daniel? Hochgehangen. Ich meine, Survival Horror kann ich inzwischen ab, aber dann Amnesia, weiß ich nicht. Den Bunker würde ich spielen. Die Bunker? Oh, da kommt es. Ich möchte in einem Bunker und Bunkersachen machen. Ich möchte gerne alleine in einem Bunker sein.
wie die seine Familie in dem Super-RTL-Film. Der Banker habe ich auch nie beendet. Das würde ich auch gerne mal machen, weil es war eigentlich echt gut vom Gameplay her. Aber hast du nicht eine Review gemacht? Ich habe es halt fast beendet. Wir haben irgendwie... Okay. Ach toll, so 10% gewählt noch. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht anfange, dann mache ich es nie fertig. Ich verstehe... Oh mein Gott. Ja, es ist ein brutaler Tod. Zum Thema nicht ganz beendet. Habt ihr schon mal... Ihr habt auch schon mal Spiele reviewed, die ihr nicht ganz beendet hattet, oder? Ja, Sticker Star. Ah. Meine erste... Dann mach mich doch nicht so an, Daniel. Das war dann mehr ein Scherz. Ich verstehe das ja. Ich habe hab damals Ace Attorney Chronicles reviewed, ohne das Spiel ganz durchgespielt zu haben. Ich habe sogar nur den ersten Teil und dann auch nur bis zum vierten Fall. Das Ding ist aber auch so zum Aufnehmen ist das halt super nervig, weil ich spiele ja so Ace Attorney, spiele ich gerne irgendwie abends im Bett oder so, aber da hatte ich zum einen die Steam-Version mir geholt, was schon mal nervig war, weil ich dann immer am PC sitzen musste und mich dann durch Stunden von Dialogen klicken. Und es ist auf Englisch war es natürlich auch ein bisschen anstrengender gemacht. Da habe ich dann auch gedacht, okay, nach vier Fällen, ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Und es haut ja halt auch echt die Festplatte voll. Also keine Ahnung, ich habe 24 Stunden Material. Ich hatte mehr als 24 Stunden Material. Das hat nicht mal alles in Premiere reingepasst, was ich an Aufnahmen gemacht habe aus dem Spiel. Aber ich habe in der letzten Zeit auch so viele Aufnahmen gemacht. Mann, wie stehe ich jetzt da? Also... Nicht gut. Mir fällt auf, ich habe sogar zwei Stinker unter den neueren Reviews. Aber, das ist ein fettes Aber. Zum Beispiel Crash Bandicoot 2, da war das halt so, ich hab das auf der Originalkonsole gespielt. Fischkopf. Und dann bin ich im letzten Level oder so, ist halt die Konsole abgestürzt und ich habe keine Memory Card und konnte dementsprechend meinen Spielstand nicht speichern. Das heißt, ich dachte mir, ja gut, weißt du was? Oh, Granny hatte ich. Ich werde das Ende einfach, keine Ahnung, werde das so nachgucken und dann so erzählen. Und bei Pikmin 2 habe ich auch noch genau dasselbe Spiel beim Finale. Es ist zwar nicht abgestürzt, aber da habe ich zum Beispiel, da ist es so, wenn du den Boss besiegst, dann musst du alle Raumschiffteile einsammeln. Und das Problem ist, dass ich nicht genug Pikmin hatte, um alle Raumschiffteile einzusammeln. Und dann habe ich dieses eine Ende nicht bekommen. Und das musste ich auch nachgucken. So, die greift gut. Dann den Sack da, oder? Deswegen. Ja. Muss der immer so... Ja, die ist halt hungrig. Du bist auch, da vorne ist auch ihre Futterschüssel. Ja, das hat irgendwie gerade nicht funktioniert. Ich habe den Fisch dahin geworfen, hätte ich länger warten müssen oder was? Ich glaube, du hast zu lange gewartet fast schon. Ich glaube, werfen und dann direkt los. Na gut. Ansonsten halt länger warten, wir können ja beides ausprobieren. Ja, das könntest du noch schaffen. Das war aber knapp. Gut, aber wenn es hier gespeichert ist, würde ich sagen, das war's mit dem ersten DLC-Part und dem Taschenlampenmann. Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, spendet mir Geld, sonst bringe ich ihn selber um. Das springst du ins Wasser. Ja. Wollt ihr es riskieren? Wollt ihr es riskieren? Ja. Was ist Grannys Problem? Warum ist sie im Keller, das unter Wasser steht? Bye. Bye.